اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. Im Namen Allahs des Gnädigen, des Barmherzigen, gelobt oder gepriesen sei Allah, der Herr der Welten. Lieber Bruder, ich bin froh, dass du heute hier bist. Und zwar ist es so, dass wir heute erzählen wollen, wie ein Mitglied der Morgenröte oder Albatole, spielt ja keine Rolle, inshallah, wir sind alle dasselbe, wie er von seiner ursprünglichen Religionsfacette zum Islam gekommen ist oder zu Schia gekommen ist, ich will es mal so ausdrücken. Bei dir ist es auch sehr interessant, weil du, dein Leben ist eigentlich wie eine Achterbahn verlaufen, wenn ich das mal so sagen darf. Einige Geschwister sind schon müde geworden, weil wir haben hier echt ein Luxusproblem. Wir haben so viele Leute, die konvertiert sind. Mein Arm fällt auch gleich ab, inshallah. Inshallah nicht. Und deswegen, inshallah nicht, genau. Ja, jetzt machen die direkt 10 Gegenvideos gegen uns. Egal. Wartet ab, jetzt sagen sie, der hat gesagt, sein Arm fällt ab. Egal. Jedenfalls, Bruder, also, erzähl mal erstmal für die Leute, die dich nicht kennen, wie ist dein Name, Achim, und woher kommst du, wo bist du geboren? Assalamu alaikum, mein Name ist Yilmaz, ich bin geboren in Ankara, bin ein Kurde aus der Türkei und ja, ich erzähle jetzt einfach mal drauf los. Es kam bis zu meinem 16., 17. Lebensjahr, habe ich einfach so dahin gelebt, einfach mir keine Gedanken gemacht, was ist das Leben, wofür bin ich eigentlich hier, das, dies. Bis ich dann irgendwann gesagt habe, so, nee, irgendein System, irgendwas musst du ja schon folgen. Zeitgleich wurden die Salafs, die Wahhabiten bei uns sehr, sehr stark. Da, wo ich herkomme, aus Bergheim, ist auch die Vogelgruppe, die Vogelgrippe entstanden, sage ich mal. Und die haben uns natürlich auch dann gecatcht, haben dann gesagt, ja, guck mal, unsere Religion ist so schön und Koran und Sunna, alles ganz leicht, brauchst gar nicht nachzudenken, komm einfach mit. Und das hat mich natürlich beeindruckt. Es war ganz leicht, ganz, ganz einfach, wie eine Matheformel. 1 plus 1 sind 2, fertig, aus. Und ich war dann so immer mehr Wahhabite geworden, immer mehr. Und bis ich dann irgendwann, Alhamdulillah, haben dann die Azeri-Türken bei uns eine Moschee eröffnet. Und wir sind dann aus Zufall eigentlich, mehr oder weniger aus Zufall, wir wussten nicht, dass es eine schiitische Moschee war. Wir sind dann in die schiitische Moschee reingegangen. Und der Hodja war ein sehr, 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 sehr netter Mensch. Möge Allah ihn belohnen mit dem höchsten Paradiesstufe, die es gibt. Und er war sehr, sehr nett zu mir. Ich war Sunnit und es war kein Problem. Ich habe sunnitisch gebetet. Keiner hat mir gesagt, was machst du da? Mach mal deine Hände auf. Bete mal auf einem Muhr oder werd mal oder auf einem Turba. Werd mal Schiite. Gar kein Problem. Der Hodja hat sich stundenlang für mich Zeit genommen. Er war stundenlang für mich da, obwohl ich Sunnite war. Es war kein Problem für ihn. Auf der anderen Seite haben dann diese Vogelmänner immer gegen die Schiiten gehetzt. Immer wieder. Schiiten sind Kafir, Schiiten sind nicht gut, Schiiten sind dies, Schiiten sind das. Und eines Tages ging ich mit dem Bruder Navid zu einer Workshop haben sie das genannt, ein mehrteiliges salafitisches Seminar. Und da war auch ein berühmter Führer von denen, Name ist jetzt egal, ihr findet ihn in Leipzig. Vielleicht die Brüder, die sich auskennen, wissen jetzt, wen ich meine. Und er hat dann erzählt, wie er betet, wie er fastet, wie er das macht, wie er dies macht. Und es kam dann zu einer Antwort- und Fragerunde. Und da fragt jemand, Bruder, kurz noch zu dem Zeitpunkt war es, also ich war ja Schia, ich bin aber mit dir zusammen zu diesem Workshop gegangen, ich weiß auch nicht, welcher Teufel mich da geritten hat, egal, aber du warst zu dem Zeitpunkt noch Sunnite, das ist wichtig, also jetzt schaut mal, wie interessant das ist, also er war zu dem Zeitpunkt noch Sunnite, so, und ich war Schia, und jetzt sind wir dann da hingegangen, so, und also mitten im Kern dieser Leute, Pierre Vogel war damals auch da, also noch viele andere, ja, so, und wie ging es dann weiter? Und wie gesagt, es kam eine Frage- und Antwortrunde, und es wurde gefragt, ist es erlaubt, von den Schiiten Fleisch zu kaufen? Und ich dachte mir schon so, was ist das denn für eine unnötige Frage, so für den Überfluss. Der Scheich würde jetzt sagen, ja klar, kannst du kaufen, wenn das halal ist, ist halal. Wenn nicht, dann kauf nicht. Was ist das für eine Frage? Weiter geht's. Auf einmal fängt er an, bist du bescheuert? Die sagen doch, deine Mutter ist eine schlechte Frau.
die ist doch total schlecht. Die sagen doch, Aisha ist eine P... Die sagen doch, der Koran ist gefälscht. Willst du bei denen kaufen? Die sagen, der Koran ist gefälscht. Willst du bei denen kaufen? Und der wurde so laut, ich dachte, der frisst gleich das Mai. Ich hatte richtig Angst, ich war froh, dass ich hinten war. Und damals habe ich es bereut, dass der Bruder so ein Löwenherz hat. Er hat dann aufgezeigt, der Raum war voller Salafiten, voller Hass. Er zeigt dann auf, ich sitze neben ihm und sage, Entschuldigung, ja, ist das ein Thema? Sagt der Bruder, ja, ich bin Schiite. La ilaha illallah. Wenn Blicke töten könnten, wir wären ihn zerstückelt. Wir wären zerstückelt. Man kann es auch anders ausdrücken. Die Luft war so dick, die hätte mit einem Messer zerschneiden können. Oh ja. Oh ja. Und der Bruder hat dann gesagt, ehrenwerter Sheikh, wir sagen doch gar nicht, dass der Koran gefälscht ist. Wir leben doch nach dem Koran. Und wir sagen nicht, dass Aisha eine schlechte Frau ist. Das stimmt nicht. Sagt doch, das sagt ihr. Geh mal euren Gelehrten fragen. Geh mal das fragen. Und sagt, okay, gehen wir jetzt fragen. Sind wir dann zu dem Hodja gegangen? Der hat sich weggeschmissen vor Lachen. Meint, nein, wir haben doch einen Koran hier. Der kommt aus Saudi-Arabien. Der Koran wurde in Saudi-Arabien gedruckt. Wir ist doch hier. Warum sollen wir jetzt... ist doch gar kein Problem. Der Koran ist 100%. Noch eine kleine Anmerkung dazu. Ich muss wirklich sagen, dieser Hodja, sein Name ist Sayyid Jawad Khalkhali. Ich muss sagen, er war so mutig, also er wollte mit seinem, also wir sind in der Nacht noch dahin gefahren, und er wollte mit seinem gebrochenen Deutsch, ja, und er hat nicht mal einen vernünftigen Aufenthalt gehabt, und er wollte mit seinem gebrochenen Deutsch, wollte der mitten da rein in die salafitische Grube, wollte der mitten da rein und mit denen diskutieren. Also so einen mutigen Mann habe ich noch nie gesehen. Also der war wirklich bereit, der meinte nur, sagt nicht, dass ich ein Hodja bin, weil nachher kriege ich keine Arbeitserlaubnis, sagt, ich bin euer Fußballfreund. Wir haben uns gedacht, die Tarnung ist sehr schlecht. Deswegen haben wir gesagt, Hodja, bleib lieber zu Hause, wir machen das selber. Okay, gut, das wollte ich nur mal erwähnen. Aber erzähl jetzt das mit dem Buch, was ich ja, da nur geholt habe. Und dann sind wir zu Bruder Nabit nach Hause und er hat sehr viel schiitische Literatur und wir haben dann die Bücher aufgeschlagen von Ayatollah Shahid Mutahari, Beheshti, möge Allah sie in Frieden ruhen lassen und in das Paradies geben. Und wir haben dann das Kapitel aufgeschlagen, wo das Thema Koran befasst wurde, behandelt wurde. Und da stand schwarz auf weiß in mehreren schiitischen Büchern, der Koran war nie gefälscht und ist bis heute original. Bis heute original. Haben wir die Bücher genommen, sind am nächsten Tag zu dem Sheikh aus Leipzig, ich weiß nicht, ob der den Namen Sheikh verdient, keine Ahnung, sind auf jeden Fall zu dem Menschen hingegangen und die haben es dann in einen Backstage-Bereich geholt, wo die ganzen großen Sheikhs da waren, die Vogelmänner und die Vogel selber und die Leipziger, alle waren da. Und dann haben wir gesagt, ja, erinnern Sie sich noch, Sie haben gesagt, der Koran ist gefälscht, die Schiiten sagen, der Koran wäre gefälscht, und sagt, ja, brauchen Sie das immer noch? Ja. Dann schlagen Sie bitte diese und diese Seite auf. Wir haben das markiert von verschiedenen Büchern. Da steht, der Koran ist nicht gefälscht. Von schiitischen Ayatollahs. Er hat dann erstmal die Bücher kontrolliert, meinte, okay, die sind original. Hat dann die Seite aufgemacht. Die haben dann Leute von denen, die haben das dann gelesen, haben das Buch zugeklappt und haben gesagt, diese Bücher sind auch gefälscht. Ja, wie willst du? Das ist wirklich die Wahrheit. Die haben gesagt, diese Bücher sind auch gefälscht. Wir akzeptieren eure Argumentation nicht. Und das war der Tag, wo ich mir gesagt habe, okay, jetzt forsche ich nach. Ich habe das keinem gesagt, damit ich nicht beeinflusst werde. Ich habe mir dann verschiedene Punkte rausgesucht, wo die Schia und die Sunniten nicht einig sind. Zum Beispiel sagen die Sunniten, alle Sahaba haben sich geliebt und alle waren immer cool miteinander. Ich habe mir dann gesagt, okay, jetzt guck mal, was die Sunniten sagen, warum es dann zwei oder mehrere Bürgerkriege gab mit abertausenden Toten. Da kamen dann so tolle Antworten, wie zum Beispiel, das geht dich nichts an, hör auf damit, das kennen wir ja. Oder eine andere Gruppierung hat dann gesagt, ja, du verstehst das nicht. Aisha und Ali a.s., die waren zusammen, haben ja einen Ausflug gemacht mit zwei Armeen. Das ist jetzt kein Witz. Die haben einen Ausflug gemacht mit zwei Armeen. Das ist wirklich wahr. Die waren dann zusammen am Schlafen
Dann hat einer von Aishas Leuten, hat dann von Imam Ali a.s. Leuten im Schlaf so auf sein Gesicht geschlagen. Und dann hat er gesagt, ja, was soll das, Allahu Akbar. Dann haben alle ihre Schwerter genommen und sich gegenseitig getötet. Und das hat kein Jahil gesagt, das war einer der größten Gelehrten von den Sunniten. Name ist jetzt egal. Wer die Wahrheit suchen will, du bist ja gerade im Internet, gib das ein. Kein Problem. Die andere Frage war die Nachfolgerschaft. Ich habe mich gefragt, wo ist der Beweis, dass Abu Bakr berechtigt war, legitimer Nachfolger des Propheten zu sein? Wo ist der Beweis? Ich habe dann nachgeforscht. Und die Leute haben mir dann gesagt, zum Beispiel, ja, der Propheten, der hat nichts dazu gesagt. Ja. Der Prophet, der sein Leben lang für den Islam kämpft, der blutet, der sein ganzes Leben dafür aufs Spiel setzt, sagt dann am Ende, ja, ist mir jetzt egal, was mit dem Islam passiert, ich sterbe jetzt einfach mal und dann ist es gut jetzt so. Nein, das kann nicht sein. Die anderen haben gesagt, ja, der Prophet hat Abu Bakr einmal Vorbeter sein lassen. Was ist das für ein Beweis? Wie? Ja, okay, da hat einmal Vorbeter gemacht. Okay, wenn das ein Beweis ist, habe ich weiter gefragt, warum hat dann Abu Bakr Omar gewählt? Abu Bakr wird zum Kalifen gewählt und er bestimmt Omar und Osman wird dann wieder gewählt. Aber alle sind rechtgeleitet und alle sind legitim. Das kann doch nicht sein. Und die Schia hat mir dann wirklich eindeutig und klar gesagt, nein, die Führerschaft muss von Allah sein. Die Führerschaft muss bestimmt sein, woher bestimmt sein. Und das war viel, viel logischer. Und die andere Sache war, was mich eigentlich am meisten zum Nachdenken gebracht hat, das Allerwichtigste im Islam, was ist das? Das Gebet, oder nicht? Wenn wir nicht beten, ist es vorbei, dann kommen wir in die Hölle. Oder es ist sehr, sehr schwer, ins Paradies zu kommen. Und mein Prophet hat mir alles beigebracht, tiptop beigebracht. Nur beim Gebet hat er gesagt, binde deine Hände irgendwie. Die einen binden das hier, die anderen binden das hier. Die einen machen so, die anderen machen so. Imam Malik hat seine Hände offen. Vielleicht, ich meine, das war eigentlich ein Interview gedacht, aber Mashallah, du machst einen ganzen Vortrag daraus. Egal, jedenfalls, ja, ich merke schon, du bist sehr emotional. Vielleicht noch eine kurze Anekdote und danach, inshallah, ich will dich nicht in deinem Vortrag unterbrechen, aber das Interessante war, wir haben dann zum Beispiel, also in diesen vier Rechtsschulen, Imam Malik, die Leute, die halt so beten, wir haben, also Yilmaz hat dann auch gefragt, wie kann das denn sein, dass zum Beispiel einer von euch, also viele von euch dann mit offenen Händen beten? Und dann kam eine ganz, eine ganz kuriose Antwort. Yilmaz, das ist jetzt kein Spaß, das haben wir uns im Ernst gesagt. Sie meinten wirklich, Imam Malik betet mit offenen Händen, also beziehungsweise die Anhänger von Imam Malik beten mit offenen Händen, weil Imam Malik wurden die Hände gebrochen. Die sind gebrochen worden und deshalb hat er sie so hängen lassen. Ja, meine Frage, wie machen die Leute denn Ruku? Warum haben die ihre Hände so? Meine ganz andere Frage, wie haben die Wudu gemacht? Warum machen die so? Oder Sejde? Noch dazu würde ich noch was sagen. Wir waren in Andalusien gewesen und in Andalusien dort gibt es noch richtige Muslime, die der Malik-Schule angehören, also Sunniten, die der Malik-Schule angehören. Die haben dann wirklich alle auch mit offenen Händen gebetet. Und wir haben diesen Sheikh dort gefragt. Wir haben ihn gefragt, Sheikh, ist Imam Malik die Hände gebrochen oder warum hat er so gebetet? Und der Sheikh war ein bisschen enttäuscht und hat gesagt, nein, natürlich nicht. Imam Malik selber sagt, bete in deiner natürlichen Körperhaltung. Und wir glauben nicht, dass die natürliche Körperhaltung breitbeinig ist und so. Deswegen war das für uns dann auch ganz klar. Das heißt, sie waren sich selber überhaupt nicht einig. Bruder, jetzt letztendlich du bist letztendlich durch all diese Fragen bist du letztendlich hier geworden. Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, wenn du uns mal erzählen würdest, was hast du danach gemacht? Und gab es Leute, die damit auch nicht einverstanden waren? Also da gab es ja, deine Familie hat ja auch ein bisschen so auf dich eingeprügelt. Vielleicht kannst du mal ein bisschen kurz noch darüber erzählen. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, bin ich ein Schia geworden. Ich habe mich endlich getraut, wirklich den Schritt zu machen. Und das Erste, was meine Familie gesagt hat, du kommst in die Hölle. Du bist Kafir geworden, du kommst in die Hölle. Du bist Kafir geworden, du kommst in die Hölle. Und das hat so lächerliche Züge angenommen, da mein Onkel aus der Türkei ist ein Hodja von der Hanefitschen Rechtsschule. Und sie haben ihn extra einfliegen lassen,
Die haben ihn extra einfliegen lassen, um mir eine Falle zu stellen. Nur, sie haben sich vorher nicht mit ihm abgesprochen. Sie dachten einfach, er wird einfach mitspielen, weil es einfach die Wahrheit ist, was sie vorhatten. Wir hatten dann ein Essen am großen Tisch und sie haben dann so rein zufällig gefragt, ja, Roger, in welche Stufe der Hölle kommen denn die Schiiten? Ja, dann sagt er, wie jetzt? Nein, die Schiiten kommen nicht in die Hölle. Also wenn die beten und fasten und an den Koran glauben und an den Prophet glauben und Gott nichts beigesetzt, dann kommen die nicht in die Hölle. Die haben die nicht in Ruhe gelassen. Doch, die kommen in die Hölle. Ja, okay, du hast mich gefragt, ich habe geantwortet, die kommen nicht in die Hölle. Lass mich jetzt in Ruhe. Und Alhamdulillah, seitdem sagen sie nur noch in Hinterfragen, dass ich in die Hölle komme. Und sie respektieren es vielleicht nicht, sie haben es akzeptiert vielleicht. Und ja, so ist die Situation. Okay. Letztendlich muss ich aber auch dazu sagen, weil ich kenne ja auch deine Familie, sind eigentlich ganz, ganz liebe Leute, nur halt da ist vielleicht ein paar Missverständnisse entstanden. Inshallah, Missverständnisse. Okay, lieber Bruder, ich danke dir wirklich für das Interview. Ja. Ein Schlusswort auf der Muttersprache? Ja, genau. Vielleicht kannst du auf Türkisch blamiert ihn, ist ein Kurdisch schwach. Deswegen lassen wir es mal lieber auf Türkisch. Ja, vielleicht ein schönes Schlusswort. Von meiner Seite auch wieder Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lieber Bruder, versuch langsam Türkisch zu sprechen wegen den Untertiteln. Dann werden dich die anderen sehr hassen, wenn du schnell redest. Also ganz langsam. Assalamu alaikum kardeşler. Umarım benim söylediklerimi anlamışsınızdır. Umarım kalbe almışsınızdır. Size sadece şunu demek istiyorum. Araştırın, soruşturun. Niye sahabiler hepsi kardeşse niye dövüştüler? Gerçekten dört mezhep varsa niye hepsi değişik değişik abdest alıyor, değişik değişik namaz kılıyor? Niye bunlar? Araştırın. Ve Şialara karşı kafir diyorsunuz. Buyurun gelin camilerimize, buyurun gelin oturalım. Albatul var, Volmureti var, Feyda var. Herhangi birisine gidin, soruşturun, e-mail yazın. Size cevapları söyleyemezsem istediğiniz şeye geleyim, istediğiniz mezhebi değiştireyim. Ama sorularınızı cevaplayabiliyorsak buyurun gelin, Ehl-i Beyt aşkına yaşayın. Selavat! Allah!